Willkommen bei Algebraba. In diesem Video überprüfen wir die Stetigkeit von einer Funktion, und zwar f von xy ist gleich x hoch 3 plus y hoch 3 durch x² plus 0,5xy plus y², falls wir uns nicht im Ursprung befinden, und im Ursprung ist sie 0. Und wir überprüfen die Stetigkeit im Ursprung, also quasi ob der obere Teil für xy gegen 0 auch gegen 0 geht. Gut, wir fangen an mit Limes x gegen 0 von f von xy minus f von 0, 0. Und gehen in Polarkoordinaten über, das heißt wieder x ist gleich r mal Cosinus Phi und y ist r mal Sinus Phi. Das heißt, wir haben hier jetzt r hoch 3 Cosinus hoch 3 Phi plus r hoch 3 Sinus hoch 3 Phi geteilt durch r Quadrat Cosinus Quadrat Phi plus 0,5 R² Cosinus Sinus jeweils von Phi plus R² Sinus Quadrat von Phi. Wunderbar. Hier natürlich noch, ich habe es gerade bei dem ganzen Geschreibe vergessen, der Grenzwert gegen, von R gegen 0. So, nun muss man erstmal ein bisschen gucken, nicht den Überblick verlieren, auch wenn es so ein bisschen viel aussieht. Man kann unten r Quadrat, also man kann auch oben r hoch 3 ausklammern, aber unten ist es erstmal prägnanter, das zu sehen. Man kann unten r Quadrat ausklammern und hat dann Cosinus Quadrat von Phi plus Sinus Quadrat von Phi, was wieder 1 ist. Und den Rest, den muss man fürs Erste einfach mal stehen lassen. Also, dann oben klammern wir auch aus, aber das hat eigentlich nur den Schreibvorteil. Gut, im Nenner hingegen haben wir jetzt 1 aus Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat und dann eben noch 0,5 Sinus Phi Cosinus Phi. Wunderbar. Nun können wir erstmal kürzen. Das heißt, wir haben dann nur noch oben r und unten r Quadrat. Nicht abschätzen, ist ja eigentlich gleich. Wir kürzen nur. Haben wir wieder Limes r gegen 0. R mal Cosinus hoch 3 Phi plus Sinus hoch 3 von Phi geteilt durch 1 plus 0,5 Sinus Phi Cosinus Phi. Gut, jetzt können wir das Ganze abschätzen, indem wir sagen, das ist definitiv kleiner, als wenn wir hier den Nenner reduzieren. Wir könnten den Nenner reduzieren auf eben 1 und somit dann im Endeffekt auf, oh, hier fehlt eine Klammer, auf eben den oberen Ausdruck kommen und dann am Ende einfach gegen 0 gehen lassen. Wobei, etwas besser ist es vielleicht, das ein kleines bisschen anders zu machen, also natürlich Limes r gegen 0. Hier an der Stelle, wir Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt zu sagen, wir schätzen das einfach hier mit 1 ab, weil wir wissen gar nicht, der Sinus Phi Cosinus Phi könnte nämlich negativ sein und dann würde der Nenner nämlich größer werden, wenn wir ihn zu 1 machen und das wäre schlecht. Aber was wir definitiv wissen, Sinus Cosinus Phi bewegt sich definitiv im Intervall minus 1 plus 1 und mit 0,5 multipliziert, also im Intervall zwischen 0,5 negativ und positiv. Das heißt, wir könnten sagen, der Nenner
ist bestenfalls so klein wie 0,5 und schlimmstenfalls so groß wie 1,5. Das heißt, wir könnten ihn definitiv mit 0,5 abschätzen. Also tun wir das. Wir haben dann R Cosinus hoch 3 Phi plus Sinus hoch 3 Phi durch 0,5. Und das ist im Endeffekt das gleiche, wie wenn wir jetzt hier vorne eine 2 dran setzen. Oder wir können auch jetzt schon eigentlich problemlos sagen, R geht gegen 0. Und das heißt, wir haben 0 durch 0,5 und das ist 0. Damit haben wir die Stetigkeit dieser Funktion im Ursprung gezeigt. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann einfach in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö.